Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um die Story. Die Leute, die ein Story-Fan sind, die wollen wahrscheinlich auch meistens mal ein paar Autos tunen oder sowas in Art und Weise. Und in dem Fall gibt es einen Money-Glitch für die Story. Allerdings gilt das nur für die Leute, die eine CD haben. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall eine CD, kann dir das Update löschen. Ihr müsst jetzt, genau jetzt müsst ihr das PS, also nee, ganz klar, das GTA 5 Update, also GTA 5 löschen. Dann wartet ihr, bis 100% geladen ist, also ihr müsst die Anwendung dann ohne Update ja halt starten. Dann kriegt ihr eine Meldung, die bestätigt ihr, und dann müsst ihr bis 100% warten. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch, ich habe in dem Fall jetzt 0 Dollar, also ich kann euch zeigen, wie wir das machen. Wir machen das in dem Fall jetzt über LCN. Ich zeige euch alles, wie das geht. So, hier habe ich jetzt um die über 1 Milliarde. So, hier haben wir einmal alle verkaufen, bestätigen. Da haben wir jetzt 1 Milliarde GTA Dollar. Und wie das läuft ist, wenn ihr auf der Version 1.00 seid. Ich bin jetzt in dem Fall wieder auf der Version 1.33. Und ich habe das halt wieder geupdatet. Aber ihr müsst halt GTA löschen, damit das funktioniert. Eure Spielstände werden gespeichert. Das heißt, ihr werdet da halt anfangen, wo ihr auch stehen geblieben seid. Wenn du das dann gemacht habt, dann geht ihr auf Handy, Finanzierung, LCN, geht auf Märkte, geht hier runter auf Veränderungen, geht dann hier auf Live Invader und kauft euch dieses Ganze, das Ganze hier. Und wenn ihr auf der anderen Version seid, wie gesagt, dann verdoppelt oder verdreifacht sich das Geld. Und ja, also verdreifachen tut sich das. Und je mehr Geld man schon hat, also generell wie viel man schon hat, das verdoppelt oder verdreifacht sich. Das heißt, wenn wir jetzt so 1.000 haben, kriegen wir vielleicht 10.000 zurück oder so. Und dann, wenn ich 10.000 kaufe, dann ja, dann kriege ich am Ende wieder 20 oder 30 oder 40.000. Das ist halt so. Und ja, jetzt in dem Fall habe ich das jetzt gekauft. Dann drückt ihr hier zweimal, also zweimal X gespammt, hier nochmal zweimal X. Und dann, wenn man hier drauf geht, seht ihr da oben einen größeren Betrag. Aber das seht ihr nur auf der Version 1.00. Das bedeutet, ich bin jetzt auch wieder auf der neuen Version. Das heißt, es funktioniert in dieser Version nicht mehr. Leider. Aber wenn euch das weitergeholfen hat, dann lasst natürlich ein Like da, ein Abo da. Die Leute, die es nicht verstanden haben, den zeige ich das nochmal. Dann werde ich das Ganze auf dem Computer aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, einen schönen Tag euch noch. Viel Spaß, lasst ein Like da und ja, haut rein.